Weiter geht's mit Watch Dogs. Wir betreten das Rattennest. Default, du hast da was, was dir nicht gehört. Wir haben Defaults Aufenthaltsort. Jetzt hole ich zurück, was er stahl. Das Ding? Wenn er IREX Material auf dem Markt verkauft, war alles sinnlos. Ob es verschwindet oder öffentlich wird, ich hätte dann nichts mehr für Damien. Wo bist du? Hier ist eine Webcam. Finde einen Zugang und sieh dir an, was ich gefunden habe. Zugang. Ey, ich will dein Geld. Geh damit. Deins will ich auch haben. Deins auch. Großen Fähige kommen anscheinend nur bei vollen Konten. Ah, ich glaube, ich soll das da drüben hacken. Ja. Ja, komm schon. Hallo? Geht doch. So ernsthaft mal, ey. Wollte es erst nicht. So, kommen wir da lang. Kommen wir da lang. Und kommen wir rein. Und pack schon ein. Die sind sauer. Vergiss das Zeug. Wir müssen hier raus. Sorry, Prinzessin. Sorry, Prinzessin. Er hat Liebesbeziehung mit einem Motherboard. Der ist weg. Der Kerl hat Fixer angeheuert. Wir haben irgendwas ausgelöst und die Typen kamen angerannt. Und das auch noch recht schnell. Bleib in Deckung. Ich hol dich da raus. Ich hab was auf seinem Computer gefunden, neben diesem funky Prototyp-Scheiß. Wo verdammt hat er das her? Oh Mann, ich bräuchte noch 10 Minuten länger. Sollte das was hast du gefunden? Sein? Auf seinem Computer. Achso, eine Schwäche. Ich habe eine Schwachstelle gefunden. Er schleppt die Daten mit sich rum. Also, wohl als Sicherheitsmaßnahme, aber er ist nicht so sicher, wie er denkt. Es ist noch nicht vorbei. Aufpassen! Unten bleiben! Alles klar. Reiß dich zusammen. Nimm den Wagen und hau schleunigst ab. Ich ruf an, wenn ich sicher bin. Lass dich nicht umbringen. Ach, ich doch nicht. Ich bin Aiden fucking Pierce. Ich lass mich doch nicht umbringen. Ich will nicht sterben. Ach man, gönn mir eine Pause. Oh, und noch eine Sache. Als ich in diesem Rattenloch war, habe ich bemerkt, dass der kleine Scheißer im CTOS rumgefummelt hat. Er hat Zugang. Und ich denke, du bist dein Ziel Nummer 1. Oh. Kacke. Unterstützung ist da. Schieße weiter!
Fuß weggeschossen. Von mir gibt's keine Deckung, ey. Ich schieß durch alles durch. Na, da guckst du blöd. Ja, wir treffen uns und dann mache ich dich fertig, Junge. Du bist so gut wie tot. Genau wie Damien. Losch. Mordor XP. Pierce, schon mal was von Dot Connection gehört? Das kennt doch jeder in Chicago. Na dann, holla die fucking ho. Was immer das ist, da treibt die Ford sich gerne rum. Und mehr hast du nicht? Nur ein 6 Gig USB-Stick voller Lesben-Pornos. Willst du den auch? Behalt den. Oh Gott. Behalt ihn. Kann ich nicht. Wie kann ich eigentlich Medizin benutzen? Ich glaube, ich habe es noch nie gemacht. Jetzt muss ich mal wieder einkaufen gehen, ey. Unbedingt muss ich mal wieder einkaufen gehen. Mach ich mal wieder, wenn ich hier wieder Aufnahmepause mache, gehe ich mal einkaufen. Gehen nämlich langsam die Sachen aus. Geld habe ich ja. Geld habe ich mehr als genug. Wir gehen auf die 300.000 zu. 13 Skillpunkte schon wieder. Ach du. Ah ja, weil das nicht gespeichert wurde. Es wurde nicht gespeichert. Ist das hier? Nochmals die Geldmenge. Nee. Ich will das hier auf jeden Fall haben. Und dann gehen wir doch mal hier aufs Auto fahren. Das ist Geländefahrer und Offensiv. Dann machen wir erstmal das mit dem Verstecken hier. Könnte sich noch als nützlich erweisen. Könnte sich noch als nützlich erweisen. Könnte sich als nützlich erweisen. Was sagt die TikTok? TikTok sagt, wir haben 8 Minuten auf der Uhr. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Da muss ich hin. Ist irgendwo ein Shop in der Nähe, wo ich was Gutes bekomme? Nicht wirklich. Da gibt's explosives Zeug. Wir können doch mal das hier machen. Ich hab ja so einen Drogenring, nicht Drogenring, hier, die. Oh Mann, gönn mir eine Pause. Ja, ja, ich nehme den Auto nicht weg. Ich hab ja hier mal, wir hatten ja diesen, Menschenhandelring da. Ich bin mal bei den ganzen Leuten gewesen, hab ihre Aktentaschen gescannt und jetzt tun wir noch den Anführer hier rausnehmen. WKZ-TVs letzte Meinungsumfrage zeigt, das Volk ist ganz eindeutig auf der Seite des Rächers Aiden Pierce. Viele bieten ihm sogar ihren Schutz an. Dennoch warnt die Polizei von Chicago davor, weil man sich dadurch strafbar macht. Sag das mal denen, die mich gerade eben noch verraten wollten. Sag das mal denen. Dass sie hinter mir stehen eigentlich. Ich hatte nämlich nicht so das Gefühl. Nicht wirklich. Hat mich so ein bisschen traurig gemacht. Zum Glück ist es mir egal, wie viel Blechschäden es gibt und wer die Reparatur später zahlen muss. So. Menschenhandel. Nämlich auch ein Achievement für mich. Ich werfe mal einen Blick in die Markus Wohnung und sehe nach, ob er noch da ist.
Hoffentlich ist er noch in Chicago. Ja, das ist der Anführer von diesem Menschenhandelring da. Ich find's noch cool, wenn man persönlich in so eine Wohnung reingeht, ganz ernsthaft. Nicht nur sich reinhacken. Ha! Hallöchen auch. Diese dreckigen Cops waren wohl Teil von Quinns Auktion. Die wollen die Marco anscheinend aus der Stadt eskortieren. Das darf nicht passieren. Wo fahren sie hin? Dann fahren wir mal hier unten so etwa hin. Gucken, was sie da abfangen. Tut, tut, Motherfuckers, ich hab's eilig. Nicht die schnellste Karre, leider. Gar nicht so. Erinnert mich so ein bisschen an Semis Privatauto. Ja, Semi privat und so. Ja, allein für Cobra 11. Ach, wisst ihr was? Wir fahren hier schon nach links. Oh, sorry. Hier nach links, dann hier längs. Und wieder hier längens. Dammit! LS, alle Einheiten, die auf der Karte und in der Luft, haltet durch! An alle Einheiten, eine Hochleistungspatrouille ist am Verdächtigen dran. Wir haben hier eine Riesenexplosion! Ja, natürlich die beste Karre dafür. Such das zu Fuß! Sorry, ich brauch deine Karre! Ey, ihr Schleim! Ey! Oh, scheiß drauf! Hat die Verfolgung bereits aufgenommen. Bin ich jetzt in einem Kia gelandet? Okay, das muss man nochmal machen. Das habe ich vergeigt. Das habe ich sowas von vergeigt, ey. Oder auch nicht. Bäm! So, das war das. Vielleicht später. Leitstelle, brauchen Sie die OS-Zugang. Hier spricht die Polizei. Halten Sie sofort an. Ey, Heli. Ich möchte dich mal gerne hacken. Komm mal her. Unser Vogel hat ein technisches Problem. Wir kommen zurück. So. Verdächtiger vor Ort. Wir sehen ihn. Woo!
Einen Scheiß werde ich machen. Halten Sie das Fahrzeug an, sofort! Ich sag doch, ich werde einen Scheißdreck tun. Ich klopf mal an. Stopp, sofort! Ja, ja, klopf mal an, du. Denk dran, unter der Überführung nachzusehen. LS, wir haben ihn aus den Augen verloren. Suchen weiter. So. Ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtigen hinterhergeschickt. Ich bin da mal weg, Sia. Geh mal kurz her. Die Käufer bloßgestellt und die Auktion beendet. Das Beste ist, dass Poppy und die anderen frei sind. Ein Erfolgserlebnis. Haha! Menschenhandel aufgedeckt! Ich bin awesome! Ha! Menschenhandel 11 von 11! Bäm! Okay, wie weit bin ich weg von da? So weit bin ich weg von da. Ich brauche eine neue Karre. Ein guter Typ, was an allen Ecken und Enden eine gute rumsteht. Ist fast so, als wäre die Hälfte der Stadt hier nur mit Sportkarren unterwegs hier. Die hat sie mal gecheckt, dass ich genau vor ihr über die Straße gefahren bin. Zugang zu allen Daten, um diese Cyberterroristen von DeadSec aus ihrem Versteck zu treiben. Wir werden nicht ruhen, bis wir alle haben. Das war der Bürgermeister. Er hat den Ordnungskräften bisher nie dagewesenen Zugang zur CTOS-Datenbank gewährt, um DeadSec-Mitglieder zu finden, zu verhaften und ihre Hardware zu konfiszieren. Bisher wissen wir nicht, welche CTOS-Informationen betroffen sind. Wow, ihr gebt so einfach eure Rechte her und ihr habt nichts dagegen. Wuhu, seid ihr dumm. Naja, weiter geht's beim nächsten Mal. Bis dahin. See ya, Leute.